Die Apple-Tagung in München war für mich keine Pflichtaufgabe, sondern freiwillig. Die Apple-Redner haben sich mal wieder getroffen und ich habe natürlich München erobert. Und da gibt es nicht nur das Bier und die Weißwürste und die Bierstängel, sondern auch andere Stängel. Ich habe einen Zigarrenhersteller gefunden und zwar den Carlos. Carlos ist vor Jahren aus Kuba ausgewandert und ist eben wegen Bier in München hängen geblieben. Heute dreht er täglich Zigarren in München und das macht ihm Spaß. Er hat guten Kontakt zu den Bayern bekommen, spricht aber noch kein Wort Bayerisch. Aber egal, er macht seine Sache gut und ich habe viele Zigaretten- oder Zigarrenhersteller schon in Kuba kennengelernt und er fällt da also wirklich nicht aus der Rolle. Er hat mir die längste Zigarre gemacht, ca. 25 cm lang und hat dabei ein Bier nach dem anderen getrunken. Den Menschen, die mit mir um den Carlos rumgestanden sind, denen hat es gefallen. Eine nicht typische Münchner Herstellungsart. Man denkt da mehr an die Weißwürste und ans Bier und an den Fleischkäse. Aber trotzdem, Bier und Zigarren und Bayern passt zusammen. Das hat Carlos heute bewiesen, hier in München, auf einem der schönsten Plätze. Ich weiß den Namen nicht mehr. Seine Schwester ist zufällig auch hier. Die lebt noch in Kuba und wir haben Freundschaft geschlossen.